Nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa stehen offenkundig vor einer harten Landung. Und die Frage ist, können jetzt sinkende Zinsen das Ganze noch irgendwie retten? Können die also eine Rezession vermeiden? Zinsen dauern ja, bis sie mal in die Wirtschaft wirklich reinwirken. Und wir haben heute Daten bekommen, die schon sehr besorgniserregend sind. Nicht nur aus Deutschland, sondern aus der gesamten Eurozone. Das ist das eine. Aber auch aus den USA haben wir interessante Daten bekommen. Dazu gleich mehr. Starten wir zunächst mal mit dem, was aus Deutschland gekommen ist. Industrie im freien Fall. So hat es S&P Global, die die Daten ermitteln, formuliert. Wir sehen hier rechts mal den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Knapp über 40 noch. 50 ist die Schwelle zwischen Wachstum und Kontraktion. Und wir sehen, es geht im Grunde seit Monaten bergab, respektive wir hatten dann mal eine kurze Erholung, eine Verbesserung einer schlechten Situation oder eine weniger starke Verschlechterung, um es genauer zu sagen. Denn wir waren im Grunde seit Mitte 2022 nie mehr über 50. Das heißt, Monat für Monat schrumpft die deutsche Industrie und auch die Daten aus der Eurozone waren ziemlich besorgniserregend. Gerade hier der Einkaufsmanager-Index für die Industrie und den Dienstleistungssektor im Euroraum weist sehr stark nach unten. Ein Faktor natürlich, das Ende der Olympiade in Frankreich, das hat den Dienstleistungssektor da gepusht. Dieser Push ist jetzt weg, aber es ist mehr, wie hier Jörg Krämer sagt, als eben das Verpuffen dieses Olympia-Effektes. Und das deutet darauf hin, dass die Dinge schwierig werden in Europa und die EZB vielleicht zu spät kommt mit ihren Zinssenkungen. Schauen wir uns mal die Daten dagegen aus Großbritannien an. Hier sehen wir sowohl Wachstum im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor. Und das, obwohl die den Brexit gemacht haben, dürfte jetzt nicht zwingend auch mit dem neuen Premier zusammenhängen, sondern die britische Wirtschaft scheint sich zu stabilisieren, während Europa weiter im Grunde taumelt. Und jetzt schießen natürlich die Spekulationen ins Kraut. Ja, die FED, die EZB, die muss natürlich jetzt im Oktober schon die Zinsen weiter senken und wir sehen, die Märkte preisen das zunehmend ein. Hier sehen wir mal, was hier die Swaps praktisch einpreisen. Also das hat heute nochmal einen Push gegeben für die Erwartung, dass die EZB jetzt im Oktober die Zinsen senken wird. Und eines ist auch auffällig, wir haben bei den deutschen Daten, bei dem deutschen Einkaufsmanager-Index gesehen, dass die Unternehmen so stark Leute freisetzen wie seit Corona nicht mehr, also seit dem Jahr 2020 nicht mehr. Und all das ist natürlich auch eine Folge der Schwäche in China, respektive der Schwäche der deutschen Autoindustrie, die in China kein Bein mehr auf den Boden bekommt. Aber China per se ist ja sehr schwach. Hier sehen wir mal die Geldmenge M1, die rückläufig ist, also ohne Stimulus, ohne Impuls. Wird das für die deutsche Wirtschaft schwierig? Und hier sehen wir mal die deutsche Industrieproduktion, wie stark die inzwischen im Grunde vom Trendwachstum abgekippt ist. Und ja, wir hatten billige Energie aus Russland, das ist weg. Wir hatten billige Arbeit in Osteuropa, auch teilweise weg. Und wir hatten eben permanent steigende Exporte nach China, auch das ist weg. Und dazu noch eine Politik, die eher es der Industrie vor allem schwer macht durch Regularien, die CO2-Vorschriften, die also das Ganze noch behindert. Und so sehen wir, dass erstmals seit 2022 die Zinskurve wieder entinvertiert ist am deutschen Anleihemarkt. Und normal ist ja die Entinversion einer Zinskurve ein Zeichen für den Beginn einer Rezession. Wahrscheinlich sind wir schon in einer Rezession. Wir werden sehen, wie die Daten aus dem dritten Quartal dann ausfallen. Und das auch, weil man eben gesagt hat, okay, wir gehen einen eigenen Weg mit dieser Energiewende, Solar und Wind, und dann haben wir eine andere Infrastruktur, nämlich Kohle, vorwiegend, das dann ersetzen soll, wenn Wind und Solar nicht funktionieren. Aber alle anderen setzen vielmehr jetzt offenkundig auf Atomkraftwerk. Die größten Banken wollen jetzt den Bau neuer Atomkraftwerke finanzieren. Wie hat man hier gesagt, oder wie hat unser wunderbarer Kanzler Scholz gesagt, das sei ein totes Pferd. Also hier, die setzen also offenkundig auf ein totes Pferd. Der deutsche Staat ist hier der Einzige, der in die richtige Richtung läuft. Die anderen sind Geisterfahrer. Und jetzt auch neue Hiobsbotschaft von Northvolt, die ja in Heide, Schleswig-Holstein, eine Batteriefabrik bauen wollen, angeblich immer noch. Aber die entlassen jetzt erstmal 25%
ihrer Leute in Schweden, also ein Viertel der Belegschaft, kein gutes Zeichen, nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass die jetzt in Deutschland dann sehr groß wirklich investieren werden. Und hier ein Kommentar auf Finanzmarktwelt, ja, andere Länder, die hätten doch das mit den CO2-Emissionen viel früher erkannt. Jetzt haben wir das Nachsehen, weil wir all das nicht gemacht haben und so weiter und so fort. Die Frage stellt sich nur, warum verbrauchen wir dann sehr viel mehr CO2 als etwa die Franzosen? Das ist hier mal eine Momentaufnahme, die zeigt, wie krass dieser Unterschied ist. Aber insgesamt, das zeigen alle Statistiken, verbrauchen wir mehr CO2 als oder emittieren mehr CO2 als die Franzosen. Jetzt sagen die Grünen, ja gut, aber wir haben ja dann Wasserstoff und vor allem grünen Wasserstoff. Aber hier gab es den nächsten Schlag, den nächsten Rückschlag. Nämlich Equinor, der norwegische Energiekonzern, kippt jetzt ein milliardenschweres Wasserstoffprojekt in Deutschland. Und die Kosten sind schlichtweg zu hoch. Wasserstoff wird zu teuer sein. Das wird nicht finanzierbar sein, was faktisch bedeutet, dass wir wahrscheinlich weiter auf Kohle setzen müssen, weil wir ja Atomkraft gestoppt haben. Und das wird bedeuten, dass wir weiter letztendlich sehr viel CO2 emittieren. Damit also eigentlich komplett das konterkarieren, was die Ampelregierung wirklich eigentlich vorhatte. Und hier sehen wir, all das hinterlässt Spuren, diese Geschichten mit wir fördern das und dann stellen wir das plötzlich ein. Hier mit diesen E-Fahrzeugen zum Beispiel, so viele Bereiche, hier sehen wir, dass der Policy Uncertainty Index in Deutschland, anders als in UK, in Spanien oder auch in Italien, in Deutschland deutlich nach oben geschossen ist, aufgrund des Tohuwabohu auch in der Regierung, aber wir sehen auch in Frankreich inzwischen Probleme, denn da sehen wir, dass jetzt praktisch die Risikoprämien für französische Staatsanleihen so stark gestiegen sind, wie seit Anfang August nicht mehr, und Anfang August war ja da noch so ein bisschen Panik in Sachen, ist Frankreich unregierbar. Hier sehen wir das mal, wie die Dinge jetzt sich wieder entwickeln, weil eben auch Marine Le Pen gesagt hat, Barnier ist transitory, vorübergehend, der wird also nicht lange bleiben, und dann stellt sich wieder die Frage, wer soll denn Frankreich regieren, wie soll das weitergehen, wie soll es mit der Verschuldung weitergehen, wie soll es mit dieser gespaltenen Gesellschaft weitergehen, die wir ein Stück weit auch in Deutschland haben, aber wir haben ja den Ausbau von Ladesäulen, damit wird alles gut. Jetzt haben hier heute die Ladestationen Erbauer oder die Firmen, die sich um so etwas kümmern, gesagt, wir bauen weiter aus und wir haben immer mehr Ladestationen, aber wir sehen eben eine sehr niedrige Belegung. Das heißt, das rechnet sich früher oder später nicht mehr. Das werden viele Firmen in diesem Sektor nicht überleben. Wenn jetzt nicht irgendwie das große Wunder kommt in Sachen E-Mobilität, und wir haben ja gesehen, dass die Verkäufe von E-Fahrzeugen in Deutschland massiv gefallen sind, seit die Subventionen weggefallen sind weitgehend. Und hier sehen wir mal eben das, was in der EU passiert, in Relation zu den USA passiert. Wir haben schlichtweg viel zu teure Energiepreise im Vergleich zu den USA, im Vergleich auch zu China, um auf dem Weltmarkt wirklich konkurrieren zu können. Das ist ein Riesenproblem, das unsere Industrie vor allem betrifft. Und dann lesen wir vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, ja, wir sind also mit unserem Automobilstandort auf dem Weg Richtung Klimaneutralität und setzen damit um, was die Gesellschaft beschlossen hat. Naja, ich würde eher sagen, was die beschlossen haben. Die Gesellschaft beschließt schon ganz anderes, wie wir in den Wahlergebnissen zuletzt gesehen haben, als vor allem ja die Grünen doch deutlich verloren haben. Und eins ist natürlich auch klar, vieles der Probleme sind Managementfehler. So hat Volkswagen ja kürzlich noch 5 Milliarden Euro ausgeschüttet. Jetzt will man praktisch Hilfen vom Staat, um die E-Autos zu subventionieren. Das ist schon ein sonderbares Verhältnis von Marktwirtschaft, muss man sagen. Also es läuft vieles irgendwie in die falsche Richtung. Dazu kommt dann noch eine EU, die, wie dieses Bild finde ich, sehr symbolhaft zeigt. Alles reguliert, überreguliert, Vorschriften macht, sich einmischt, dem Markt sagt, wo er hin soll und nicht, was letztendlich am Markt durchsetzbar, finanzierbar ist, was Unternehmen wirklich oder was sich für Unternehmen lohnt und rechnet, sondern klare Vorschriften macht, wir wollen das so, wir wollen das so, CO2, und ihr Autoindustrie, wenn ihr dem nicht folgt, dann müsst ihr massive Strafen zahlen. Und so ist es wie mit dieser Toilette. Wenn du eine ganz einfache Toilette hast, dann funktioniert die. Wenn du eine Toilette hast mit Überwachungskamera, mit Zählern, mit Quittungen, mit all diesen Komplikationen, die hier vorhanden sind, dann ist die leider kaputt. Und vielleicht könnte man es mal so machen, aber so weit sind wir noch lange nicht, weil die Krise hier
wahrscheinlich gerade erst am Beginn ist, wie in Argentinien. Hier hat Milei, der ja sehr beschimpft wird in deutschen Leitmedien, mal eben die Inflation von 25 auf 4% gesenkt, hat 35% der Staatsausgaben gekürzt und dennoch sind seine Zustimmungswerte noch sehr, sehr gut, weil er eben den Leuten gesagt hat, was er vorhat, dass es wehtun wird. Ein Land, das durch eine Planwirtschaft in Grund und Boden ruiniert wurde, wo die Bevölkerung so fertig war, dass sie gesagt haben, jetzt lassen wir den mal machen, weil alles andere macht ja gar keinen Sinn. Jetzt haben wir erste Resultate vom Autogipfel, der heute ja stattgefunden hat. Habeck präsentiert Ergebnisse. Was da wirklich beschlossen wurde oder gesagt wurde, erfahren Sie in diesem Artikel, gerne weiterempfehlen und natürlich den zweiten Teil sich anschauen. Da werde ich den Link unter das Video wie immer Ihnen posten. Wie ist es denn heute in den USA gelaufen? Da gab es auch hochinteressante Entwicklungen. Also, ich hoffe, wir sehen uns gleich in Teil 2. Bis gleich. Ciao.